sehr angespannt, tritt auch schon gegen die Wände. 300 Gefangene ziehen jede Woche in Niedersachsen um, auf geheimen Routen. Und da kann ich nicht machen, was ich will. Ne? Wir halten ja auch nicht bei McDonald's an. Manche kommen in ein anderes Gefängnis, für andere endet die Fahrt im Gericht. Vorsichtig, mein Freund! Kurz vor dem Urteil stehen die Angeklagten unter großem Stress. Manchmal muss man sich einfach wundern, wie unbelehrbar einige Angeklagte sind. Vom Gefängnis ins Gericht und zurück, um Verbrechen zu bestrafen und Recht zu sprechen. Wie Gefangene transportiert und Urteile gesprochen werden. Justizvollzugsanstalt, kurz JVA, Hannover. In einer Stunde startet von hier ein Spezialbus. Er wird viele Gefangene zu ihren Gerichtsprozessen bringen. So, schönen guten Morgen. Nehmen Sie bitte alle Sachen mit, nichts vergessen. Den Sack Ihrer persönlichen Habe. Auch im Bus bereits verurteilte Straftäter, so wie Markus. 6 Jahre Gefängnis wegen Diebstahls, sein Handgepäck ist nicht groß. Unterwäsche, Wäsche, Bettwäsche, solche Sachen, Jacke. Markus hat die letzten 2 Tage im Transporthaus verbracht. Von Haus 3 zu Haus 4 und hier ist 22 Stunden Einschuss. Das ist natürlich schon langweilig. Zusammen mit 22 Gefangenen zieht Markus heute in ein anderes Gefängnis um, wo er nach seinem Urteil seine Strafe absitzen wird. Weitere Häftlinge werden verlegt, da sie in einer anderen Stadt vor Gericht angeklagt sind. Dirk Naujokat leitet den Transport. Hören Sie auf zu rauchen? Zigarette aus. Schmeißen Sie raus. Da hängt ein fettes Schild. Können Sie nicht lesen oder gucken oder was? Zigaretten aus. Ja, und was raucht ihr da eben noch? Ja, ja, ist klar. Bevor sie die JVA verlassen, werden alle Gepäckstücke der Gefangenen mit einem Röntgengerät durchleuchtet, wie am Flughafen. Zusätzlich gibt es eine Körperkontrolle. Und dann durch, Arm mit dem Gesicht zur Wand, Arm hoch, vorne drauf, dran. Also hier sieht man ganz deutlich die Reißverschlüsse, die Knöpfe. Und so wie man doch ein bisschen skeptisch wird, muss man dann die Sachen doch nochmal persönlich abtasten. Zum Beispiel im Kragen, überall Hohlräume, Innentaschen. Also. So, kommen Sie. Weil das macht mir gar nichts. Das ist halt Gefängnis. Viele Häftlinge kennen die Abläufe. Trotzdem finden die Gefängnismitarbeiter immer wieder Waffen. Ja, eine angespitzte Zahnbürste zum Beispiel, die man ja als Stichwaffe einsetzen könnte. Aber sonst, ja, ab und zu haben wir mal Messer oder so, dass die hier geklaut werden. Das müssen wir dann rausnehmen. Ja, angespitzte Gegenstände, wenn man sowas in den Hals kriegt, ne? Ich sag mal auch so eine Zahnbürste, wenn die nur angespitzt ist, tut auch weh. Und wenn die richtig getroffen ist, kann das auch böse enden. Ne? Die Kontrollen sind wichtig, denn jeder Transport ist ein Risiko. So, die Herren, wer noch mal auf Toilette muss, sollte jetzt gehen. Während der Fahrt ist nicht möglich. Geht dann gleich los, ne? Das Amtsgericht Hannover ist das größte in Niedersachsen. Mal geht es um Mietstreitigkeiten oder Scheidungen, mal um Raub oder Totschlag. 107 Richter sprechen die Urteile in 16.500 Prozessen jedes Jahr. Auch im Amtsgericht gibt es Gefängniszellen. Hierhin werden heute 12 Gefangene verlegt. Sie kommen per Bus aus der JVA. Jens Niele leitet die Haftstation. Seine Gäste müssen vor den Richter. Ihnen wird der Prozess gemacht. Jeden Morgen werden die 12 Quadratmeter großen Zellen durchsucht. Ich suche nach verbotenen Gegenständen. Wie die hier reinkommen können, ist manchmal schleierhaft. Gefangene haben die Verstecke manchmal an unterschiedlichsten Stellen. Da rechnet gar keiner mit. Wir haben jetzt zum Beispiel in den Zwischenräumen von den Pritschen, da kann man manchmal was zwischenstecken, angespitzte Dosenverschlüsse beispielsweise von Cola-Dosen, Getränkedosen. Die kann man sehr gut als Waffe einsetzen, kann man sich auch prima die Pulsadern mit aufschneiden. Also hier ist alles möglich.
Alle Personen, die in die Zellen des Amtsgerichts kommen, stehen in Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Wir haben hier über den ganzen Zellenbereich eine Notrufleine. Im Falle eines Angriffs können wir hieran ziehen und dann kommen uns Kollegen von oben zur Hilfe. Die sind innerhalb von 20 Sekunden sind die unten. Das wichtigste Werkzeug der Wachtmeister aber lagert im Tresor, der sogenannte Niedersachsen-Schlüssel. Er darf nicht gezeigt werden. Ohne diesen Zentralschlüssel kommt hier keiner rein und vor allem keiner raus. Das sind unsere Zellenschlüssel, eine sogenannte Niedersachsen-Schließanlage. Wenn diese Schlüssel in falsche Hände geraten, könnte in jedem Gerichtsgebäude, in jeder Anstalt, wo dieses Schloss verbaut ist, eine Gefangenenbefreiung stattfinden, ohne große Probleme. In der Poststelle. Hier ist der Eingangsstempel Werkzeug Nummer 1. Bei Kamil Britzky landen neue Anklagen, die Richter verhandeln müssen. Wer Strafen ausspricht, macht sich nicht nur beliebt. Also sauer öfters. Drohbriefe habe ich bis jetzt nur einmal eingehabt. Ne, wirklich so, wie man es kennt, eine Zeitung, Buchstaben ausgeschnitten sind. Der wurde auch an die Polizei weitergegeben. Hinter jeder Akte stecken Straftaten und Schicksale. Jeden Tag kommen tausende Briefe an. Jeder wird geöffnet und nach Aktenzeichen sortiert. Die Poststelle verschickt auch alle Vorladungen und Gerichtsurteile. 60.000 Blatt Papier gehen durch die Hände der Wachtmeister täglich. Zudem fallen Portokosten von 2.100 Euro an. Noch bevor das Amtsgericht öffnet, leert Wachtmeister Kamil Britzky den Hausbriefkasten. Über Nacht landet hier weitere Gerichtspost. Von außen ein normaler Briefschlitz, doch hinter der Hauswand steuert eine Zeitschaltuhr eine Klappe, verteilt die Post. Der Grund: vor Gericht müssen Fristen eingehalten werden. Ab 0 Uhr schaltet sich diese Verriegelung wieder ab und die Klappe fällt wieder runter. Und alle Briefe, die nach 24 Uhr hier einkommen bei Gericht, das heißt in der Nacht, die fallen dann automatisch in den linken Briefkasten. Das heißt, ich weiß genau, welche Briefe am Tag davor reingegangen sind. Und je nachdem weiß ich dann, welche Briefe welchen Tagesstempel bekommen müssen. Legt ein Verteidiger zum Beispiel Berufung nach einem Urteil ein, hat er dafür eine Woche Zeit. Die Frist endet um Mitternacht. Eine Sekunde später wäre es zu spät. Damit alle Akten bei den Richtern ankommen, legen die Wachtmeister täglich 8 Kilometer zurück. Moin! 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 Jede Akte ein Verfahren, das auf ein Urteil wartet. Das ist schon ein ganz schön enormes Gewicht, ne? Wenn man bedenkt, ein Korb, der wiegt dann 30 Kilo, wenn der voll ist. Da kommen schon mal ruckzuck ein paar hundert Kilo zusammen. Und genau deshalb haben die Aktenwagen einen Elektromotor. Das hilft beim Schieben. Moin. Zurück im Gefängnis in Hannover. In wenigen Minuten starten zwei Busse. Einer wird angeklagte Insassen direkt ins hiesige Amtsgericht bringen. Dazu später mehr. Ein zweiter, größerer Bus fährt Gefangene, wie Häftling Markus, in eine andere Stadt. Wir holen jetzt die nächste Frage. Ja, machen wir den Beutelfleisch unter den Sitz erst. 23 Leute, 27 passen noch rein. Ist alles ein bisschen enger heute, ne? Was mit dem Fuß? Die Gefangenen sitzen in 11 Zellen, von der Einzel- bis zur Fünferkabine. Die Hälfte der Reisenden muss wegen einer anstehenden Gerichtsverhandlung in eine andere Stadt. Andere kommen von der Untersuchungs- in die Strafhaft oder werden in ein Jugendgefängnis verlegt. Bundesweit sind täglich 2000 Gefangene unterwegs. Wir haben zum Beispiel hier Diebstahl mit Waffen, Wohnungseinbruchdiebstahl und so weiter. Also wir fahren hier vom Mörder bis zum Urkundenfälscher, wir fahren hier alles sonst. Heute fährt der Bus die Gefängnisse in Burgdorf, Hameln und Sehnde an. In jeder JVA steigen Gefangene aus und neue ein. 3 Personen begleiten jede Fahrt. Dirk Naujokat als Transportleiter, ein Fahrer und ein Ersatzfahrer. Ja, sonst sind wir erst relativ unauffällig, weil wir kein Blaulicht haben. Wir haben keine Aufschrift, dass wir hier von der Justiz sind.
Von daher sind wir so ein bisschen verdeckt unterwegs, sage ich mal, auf den ersten Blick. Mirko Sterning lenkte früher einen normalen Reisebus. Jetzt fährt er Gefangene. Jedes Jahr muss die Crew ein Sicherheitstraining absolvieren. Denn an Bord fahren Schwerverbrecher, von denen manche nichts zu verlieren haben. Jeder Haftraum wird elektronisch überwacht. Also hier ist das Abbild eines Busses. Hier ist unser vorderer Bereich. Und da hinten fängt der Zellengang an. Mit rechts und links den einzelnen Zellen und der letzten Bank. Wenn irgendein Gefangener irgendwas von uns will, kann er den Notrufknopf betätigen. Und dann leuchtet dementsprechend in der Zelle eine rote Leuchtung. Der Bus ist eine rollende Festung, ein Knast auf Rädern. Vier dieser Fahrzeuge sind in Hannover stationiert. Jeder ist eine Sonderanfertigung, kosten über 600.000 Euro. Das Dreifache eines normalen Reisebusses. Christian Menzel ist für die Spezialbusse verantwortlich. Schusssicheres Glas haben wir nicht. Es ist Sicherheitsglas, aber eben nicht schusssicher. Auch die Seiten sind natürlich anders gesichert, als es ein normaler Bus wäre, aber eben auch hier nicht schusssicher. Das ist aber auch nicht notwendig, weil wenn wir befürchten müssten, dass irgendjemand ausbricht aus diesem Bus oder befreit wird oder was auch immer, dann würden wir nicht mit so einem Bus fahren. Das gilt zum Beispiel für Mitglieder der organisierten Kriminalität oder für Terroristen. Diese Fahrten führt das Sondereinsatzkommando der Polizei durch. Der Zellentrakt im Bus ist durch Gittertüren vom Fahrerbereich getrennt, jede Zelle zusätzlich verriegelt. Das, was geht an Komfort, bieten wir. Das heißt, wir haben Hartschalensitze, die vandalismussicher, aber auch so bequem wie möglich sind. Das Fenster, es kann also weder von außen noch von innen zerstört werden. Die Türen, die sind auch mehrfach verstärkt. Es wurde ausgiebig probiert, ob man da von innen rauskommt. Das funktioniert nicht. Hannover ist der zentrale Umsteigeplatz für Gefangene in Niedersachsen. Manchmal ist der Weg vom Gefängnis in ein Gericht in einer anderen Stadt sehr weit. Dann kommen die Häftlinge ins sogenannte Transporthaus. Da ist Langeweile einfach vorprogrammiert und das ist extrem anstrengend für die Gefangenen. Und alles, was für die Gefangenen extrem anstrengend ist, ist es am Ende auch für uns, weil sie einfach sehr unruhig sind. Alle Insassen sind auf Durchreise. Pro Jahr gehen im Transporthaus 6.000 Gefangene ein und aus. Die wissen einfach, dass sie hier nur 3 Tage sind und dann nicht mehr da sind. Ne? Das heißt, sie gehen einfach auch nicht sehr pfleglich mit den Möbeln um. Man sieht es hier, hier werden Sachen reingeritzt, die Wände werden beschmiert. Wir bemühen uns hier jeden Tag zu streichen. Wir haben tatsächlich hier einen Gefangenen, der jeden Tag mit dem Pinsel durch die Gegend geht und Sachen überstreicht. Aber man kommt einfach auch nicht hinterher. Täglich gibt es Bettenwechsel, fast wie in einem Hotel, nur ohne Luxus und Komfort. Sie haben ihre persönliche Ausstattung nicht, die sie sonst haben. Fotos von der Familie, von der Freundin, von den Kindern sind nicht mit dabei. Hier haben sie keinen Fernseher. Das heißt, man ist hier wirklich dann auf engstem Raum eben untergebracht und muss dann einfach warten, bis es vorbei ist. Als Leiter des Transportzentrums in Hannover plant Christian Menzel die Belegung der Busse. Zwischen den Haftanstalten gibt es einen festen Linienverkehr wie ein Fahrplan der Bahn. Jeden Tag fahren Busse ganz bestimmte Gefängnisse an. Wenn jemand tatsächlich aus Meppen von hier oben einmal nach Bad Reichenhall hier unten möchte, dann muss er mehrfach umsteigen und auch in verschiedenen JVAen übernachten, um dann an dem nächsten Transport teilzunehmen, der dann in ihre Richtung geht. Bei Verlegungen in andere Bundesländer geht es zunächst von einem Transportzentrum ins nächste, dann erst weiter in Gefängnisse der Gegend. Wenn es wirklich schlecht läuft, sind Gefangene auch mal 2 Wochen unterwegs auf Transport. Ins Amtsgericht Hannover werden die Gefangenen aus dem Transporthaus mit Kleinbussen gefahren. Große Busse könnten die enge historische Einfahrtsschleuse nicht passieren. Die Insassen dieses Busses stehen heute wegen schweren Diebstahls, fahrlässiger Tötung und mehrfachen Betrugs vor Gericht. Nein, Sie werden.
Jeder, der hier im Hause in einer Haftsache unterwegs ist oder auch als vorzuführender Angeklagter, als vorzuführender Zeuge, landet letztendlich hier unten bei uns. Es ist ein kleines Gefängnis hier im Gericht, definitiv. In Niedersachsen warten etwa 850 Personen in Untersuchungshaft auf ihren Prozess. Nur am Tag der Verhandlung werden sie ins Gericht gebracht. Diese Momente sind äußerst sensibel. Gerade beim Lösen der Fesselung besteht ja dann doch von Angriffspotenzial. Also da kann jederzeit mal der Zugriff erfolgen. Die sind gesichert mit einem sogenannten Bauchgurt. Der wird dem Gefangenen um den Bauch gelegt. Daran wird die Handfessel mit dem Vorhängeschloss, das ich in der Hand habe, zusätzlich befestigt, um die Fluchtgefahr zu dezimieren. Also hier in unserem Gebäude ist es folgendermaßen, dass kein Gefangener ohne Fesselung irgendwo hingebracht wird und grundsätzlich mit zwei Beamten. Dienstag bis Donnerstag sind die Haftzellen im Gericht stets gefüllt. An diesen Tagen finden die meisten Verhandlungen statt. Die Wachtmeister kontrollieren laufend jede Zelle. Ganz vorsichtig, mein Freund. Kurz vor der Gerichtsverhandlung steigt der psychische Druck. Die Jacke oben drüber gelegt und hat einen Knoten reingemacht. Das ist für mich ein No-Go. Kann sein, dass er sie trocknen wollte, es kann aber auch was anderes sein. Wir müssen da jetzt alles ausschließen. Oben drüber die Gitterstäbe legen, ist für uns weg. Und das wäre dann der Suizidversuch, der dann hier nicht sein müsste. Selbstmordversuche im Gericht sind keine Seltenheit. Er ist sehr angespannt, tritt auch schon gegen die Wände. Ich habe ihm jetzt mal zu erklären gegeben, dass es hier so nicht läuft und dass er hier nicht auf Klassenfahrt ist. Richtig, der muss sich halt gedrücken. Genau. Die Angeklagten müssen warten, bis der Richter den Prozess im Gerichtssaal eröffnet. Ja, ist jetzt halt psychisch sehr angespannt. Er möchte gerne mit seiner Mutter telefonieren. Er hat Angst, dass er jetzt ein Jahr, sechs Monate hinter Gitter muss. Kein unbeschriebenes Blatt, das ist richtig. Aber wenn sie dann hier sitzen und es plötzlich ernst wird, sieht man in dieser Situation jetzt gerade hier, dann man weiß schon, dass man eben mit straffälligen Menschen zu tun hat. 4 Jahre Gefängnis ist die höchste Strafe, die ein Richter an einem Amtsgericht verhängen kann. Die nächsthöhere Instanz ist das Landgericht. So, kann losgehen, ja? So. Machen Sie mal die Arme nach vorn, genau. Alles Gute. So, dann kommen Sie einmal mit. Diesem Angeklagten wird schwerer Diebstahl vorgeworfen. Jens Niele bringt ihn von der Haftstation in den Sitzungssaal. Eine Treppe führt aus der Unterwelt durch eine versteckte Tür in den öffentlichen Bereich des Gerichts. Ich muss darauf achten, dass der Angeklagte möglichst nicht mit irgendwelchen Personen, die da auf dem Flur stehen, in Verbindung und in Kontakt tritt. Es ist ja schon der Gefahrenmoment, dass da irgendwas übergeben werden könnte, riesengroß. Dass die Wege möglichst auch frei gemacht werden im Moment, dass man eben keine Kontakte zur Außenwelt hat. Wachtmeister Jens Niele wird während der gesamten Verhandlung im Saal sitzen. Er ist für die Sicherheit aller Anwesenden verantwortlich. Da ist er angespannt, ist er hibbelig, ist er nervös, trampelt er mit den Füßen. Wie ist seine Sitzposition? Ist sie so, dass er jeden Moment aufspringen könnte? Nimmt er Kontakt mit irgendwelchen Leuten im Saal auf, mit den Zuschauern beispielsweise, per Auge? Geben sie sich Zeichensprache? Das sind die entscheidenden Momente für den Wachtmeister im Sitzungsdienst, auf die er zu achten hat. Im Schnitt kommt ein Strafrichter auf 5 Prozesse jede Woche. Götz Wettig ist Präsident des Amtsgerichts. Heute verhandelt er einen schweren Betrugsfall. Wie jeder Jurist trägt Wettig Robe, eine Tradition, die ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Ein Richter trägt eine andere Robe als ein Rechtsanwalt. Richter und Staatsanwälte tragen schwarze Roben mit Samtbesatz und Rechtsanwälte tragen Roben mit Seidenaufsatz. Das schimmert dann hier so ein bisschen. Und wenn Sie den Juristen in Robe im Gerichtsflur begegnen, dann könnten Sie gleich sagen, ob er Rechtsanwalt oder Richter ist. Ohne Robe, das gibt es eigentlich nicht. Doch im Sommer 2018 war es in den Gerichtssälen in Hannover so warm, dass erlaubt wurde, die Roben abzulegen. Unter der Robe sollte die Kleidung stets ordentlich sein. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn nun ein Richter in Flipflops und kurzen Hosen unterm Gericht, Richtertisch sitzt, dann würde das zwar nach oben hin keiner merken, aber es wäre der ganzen Situation nicht angemessen. Tatsächlich macht das aber auch keiner.
Dieser Saal ist einer von 32 Räumen, in denen jeden Tag verhandelt wird. Richter Wettig leitet den Prozess, doch er wird das Urteil nicht alleine fällen. So, guten Morgen. Hans-Gerhard Conradi und Marion Meck sind Laienrichter. Die Schöffen sind keine Juristen. Wir haben weder Vorkenntnisse zu dem Fall und warten, was eigentlich jetzt passiert. Ist man da aufgeregt so? Beim ersten Mal ja, aber wir sind schon 5 Jahre dabei und jetzt legt sich das so langsam. Worum es geht, wird den Schöffen erst jetzt erzählt. Bei eBay hat der Angeklagte Spielzeug verkauft, das es nicht gibt, und so 3.000 Euro erbeutet. Richter Wettig sieht ihn schon zum zweiten Mal. Das erste Mal gab es eine Bewährungsstrafe. Kurz nach dem Urteil wurde der Mann wieder straffällig. Manchmal muss man sich einfach wundern, wie unbelehrbar einige Angeklagte sind, wie dumm oder resigniert. In meinem Fall war ich ein bisschen verwundert, dass es nicht geklappt hat. Ich war eigentlich zuversichtlicher, aber dass ich nun enttäuscht wäre oder persönlich von ihm enttäuscht wäre, das nicht. Das wäre der falsche Ansatzpunkt. Dazu ist das einfach zu häufig. Also, dass wir rückfällige Straftäter haben in bestimmten Bereichen, das ist einfach unser Alltag. Aus Respekt stehen im Gerichtssaal alle Anwesenden auf, wenn Richter den Saal betreten. Gleiches geschieht, wenn das Urteil gesprochen wird. Eine vorgeschriebene Sitzordnung gibt es nicht. Häufig aber sitzt der Staatsanwalt auf der rechten Seite. Mittig nehmen Richter und Schöffen Platz. Es folgt eine Protokollführerin. Verteidiger und Angeklagter sitzen auf der Türseite. Das soll eine Fluchtgefahr durch die Fenster verringern. Filmen ist in Deutschland während einer Sitzung verboten. 2 Stunden dauert die Verhandlung. Der Angeklagte gesteht alle Taten. Schöffen und Richter ziehen sich anschließend ins Beratungszimmer zurück. Ein schlichter Raum hinter dem Gerichtssaal. Die Beratung über das Urteil ist geheim. Schöffen haben dasselbe Stimmengewicht wie ein Richter, könnten ihn also auch überstimmen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Und wenn uns das denn halbwegs gelungen ist, müssen wir auch gucken, was sagt denn das Gesetz dazu? Wem glaubt man und wer schauspielert? Man kriegt es vielleicht nicht immer raus. Aber wir haben letztendlich ja, wir sind ja zu dritt und jeder hat sein Bild. Da hilft eigentlich nur der gesunde Menschenverstand und den bringen die Schöffen ganz wunderbar ein. Als Schöffe kann sich jeder bewerben. Es ist ein Ehrenamt. Nach der Bewährungsstrafe wandert der Angeklagte nun hinter Gitter. Wie lange? Darauf haben sich Richter und Schöffen verständigt. Das Strafgesetzbuch gibt immer nur einen Rahmen vor. Ein ganz bisschen Tagesform mag immer reinspielen. Das ist aber nicht unbedingt das Mittagessen. Das kann 1000 Faktoren sein. Persönlicher Kummer, ein zickiger Verteidiger, irgendwie auf einer Bananenschale schon mal ausgerutscht am Morgen. Sie dürfen Mitleid haben, sowohl mit einem Angeklagten, auch mit einem Tatopfer. Mitgefühl und Empathie ist auch eine entscheidende Eigenschaft, die man als Richter haben sollte. Für Betrug sieht das Gesetz Urteile von 6 Monaten bis 10 Jahren vor. Persönliche Umstände des Angeklagten spielen häufig eine Rolle bei der Urteilsfindung. Der Angeklagte wird wegen gewerbsmäßigen Betruges in 20 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Punkt. Der Angeklagte ist nach eigenen Angaben alkoholabhängig. Punkt. Ich glaube, wir haben ihm vermitteln können heute in der Hauptverhandlung, dass wir ihn einerseits bestrafen, dass er dafür für den Mist, den er gebaut hat, einen auf den Deckel kriegt und dass wir versuchen, eine Weichenstellung vorzunehmen durch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, wo er therapiert wird. Ob das am Ende von Erfolg gekrönt wird, sicher bin ich mir da nicht. Inzwischen hat der Gefängnisbus Häftlinge in Hameln und Burgdorf abgesetzt und ist auf dem Weg ins Gefängnis Sehende. 14 Gefangene sind ausgestiegen, 5 eingestiegen. Transportleiter Dirk Naujokat belegt die Zellen nach Alter, Straftaten und Nationalität. So sollen Streitigkeiten in einer Zelle vermieden werden. Was geht's? Was? Zu warm? Zu kalt? Machen wir es wärmer. Auf der Fahrt darf keiner die Zellen verlassen.
Von daher haben wir die Möglichkeit, Hygienebeutel zu verteilen. Das gibt es in Ausführung für Frauen wie auch für Männer. Es gibt zum Beispiel Touren, wo der erste Turn dann ca. 3 Stunden dauert. Da kann man dann schon mal verstehen, dass die Blase dann drückt. Es ist nun mal die Justiz, ein Gefängnisbus. Und da kann ich nicht machen, was ich will. Ne? Wir halten ja auch nicht bei McDonald's an. So. Plötzlich droht eine der größten Gefahren für jeden Gefangenentransport. A2, Wunstorf-Kohlenfeld ist schon wieder in der Vollsperrung. Was wollen wir da machen? Ja, ich würde sagen, wir fahren die 217, ne? Ja, aber da rollt der Bus auf jeden Fall, ne? Für jeden Transport gilt die Regel, nie lange stoppen. Steht der Bus, drohen die Gefangenen unruhig zu werden. In solchen Fällen gab es bereits Schlägereien an Bord. Ja, sollten wir in eine Vollsperrung kommen, versuchen wir natürlich sofort die Polizei anzurufen. Ob es irgendeine Möglichkeit gibt, uns aus diesem Stau herauszuholen. So wie der Bus steht, sind wir angreifbar. Wir müssen darauf gefasst sein, dass dann wir von außen angegriffen werden oder von innen nach außen eben ein Ausbruchsversuch entsteht. In einer Vollsperrung könnte die Polizei den Bus über die Standspur lotsen. Diesmal entgehen die Beamten dem Stau über eine Bundesstraße. Naujokat, hallo. Wir bringen euch 7 Leute. Genau. Wie viel hast du denn? 4 Mal? Ja, das ist doch nicht viel. Okay, nehmen wir mit. Ja. Die JVA in Sehnde fährt der Gefängnisbus 2 Mal pro Woche an. Erst wenn das Fahrzeug alle Sicherheitsschleusen passiert hat, öffnet sich die Bustür. Für den Gefangenen Markus aus Hannover ist hier Endstation. Im Gepäckraum des Busses sind seine privaten Gegenstände. Erlaubt sind pro Person 60 Kilo. Nur Handgepäck fährt in der Zelle mit. Auf dem Transport hat er also nur seine persönlichen Unterlagen dabei, Akten für die Gerichtsverhandlung. Und alles andere an Kochtöpfen und Dosen und Lebensmittel, was also wirklich verschlossen ist, wird von der absendenden Kammer in einen Karton verpackt. Es wird verblombt und wird auch erst wieder in der Anstalt, wo der Gefangene hinkommt, geöffnet. Tagtäglich sind in Niedersachsen etwa 300 Strafgefangene unterwegs. In den vergangenen 2 Jahrzehnten gab es 2 Übergriffe auf Gefangenentransporte. Details nennt das Justizministerium aus Sicherheitsgründen nicht. Jeder Gefängnisbus legt 60.000 Kilometer pro Jahr zurück. Nach gut 8 Stunden ist der Bus zurück in der Transportzentrale im Gefängnis in Hannover. Jawohl, da sind wir. So, auf geht's. Ein Großteil der Gefangenen bleibt nur wenige Tage im Transporthaus in Hannover. Einige kommen morgen im Amtsgericht vor den Richter, die anderen werden in eine andere Stadt verlegt. Now your card. Ihr könnt eure Leute vom Transport abholen. Die sitzen im Wartraum 5. Jo, tschüss. Schon morgen starten wieder Busse mit Gefangenen. Sie fahren nach Fahrplan auf geheimen Routen zu Gerichten und Gefängnissen. Sie halten dort, wo kein normaler Bürger einsteigen kann.